say, let's just waste away. One more time is all we need. Fertig machen, dann bin ich zufrieden für heute. Haben noch TikToks gedreht. Das war wieder mal ultimativ cringe, aber hier, Manuel. Nein, ich möchte vor dem neuen Jahr jetzt noch einmal durchstarten. Ja, es gibt sogar einen Posing-Raum dort, was ich richtig cool finde. Wartet, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich war jetzt gerade einkaufen, habe in der Früh auch ein bisschen Uni-Stuff und so gemacht und werde jetzt trainieren gehen, und zwar mit Manuel Haas. Also das Gym in Wien mehr oder weniger. Also das Gym, was eigentlich jeder kennt, und ich war halt noch nie dort und ich wollte schon ewig hin. Und da gibt es halt einfach alles. Also das ist wirklich das Studio und ich bin schon so gespannt, dort zu trainieren, vor allem auch mit Manuel Haas zu trainieren, und freue mich einfach mega. Es gibt sogar einen Posing-Raum dort, was ich richtig cool finde. Es gibt einfach so viele krasse Sachen, die ein normales Studio nicht hat. Und genau, ich mache mich gerade fertig und werde jetzt auch losdüsen. Ich habe heute noch nichts gegessen, weil ich heute 16 Stunden faste und weil ich gestern Dienst hatte bis Mitternacht und erst um, ja, 2:30 dann ins Bett gegangen bin, habe ich das letzte Mal um 2 noch gegessen, sprich um 18 Uhr. Darf ich heute erst essen? Jetzt gibt es bei mir noch ein Pre-Workout. Das nehme ich auf jeden Fall vom Training. Wir trainieren, glaube ich, Pull heute. Und genau, das ist mein Lieblingsbooster. Das ist der Ripped Booster. Ich mache jetzt nämlich auch eine Weihnachts-Challenge. Also eigentlich so eine Neujahrs-Challenge, weil ich möchte bis Neujahr nochmal richtig durchziehen und nicht erst sagen dann, ja, 2022 fange ich wieder an, Hardcore durchzuziehen. Nein, ich möchte vor dem neuen Jahr jetzt noch einmal durchstarten, beim Training Vollgas geben und vielleicht auch ein bisschen bewusster wieder essen. Ja, hier ist auch eine Rose, die ich von einer Freundin bekommen habe. Wunderschön. Und ich würde sagen, jetzt geht's los, weil ich bin im Stress, weil Manuel irgendwie so spontan ist. Eigentlich hat es geheißen 12, 13 Uhr, dann eher 14 Uhr. Und jetzt heißt es doch wieder 14.30 Uhr, und es ist 14.23 Uhr, weil ich damit nicht gerechnet habe. Deswegen, ich bin im Stress und werde jetzt losdüsen zu Manuel. Lieben, ich bin jetzt auch schon in das Gym mit Manuel. Und er hat gerade hier so einen kleinen Fanboy-Moment, weil ein Typ, der Englisch spricht, hat ihn gerade angesprochen. Ich habe gerade Fotoshooting mit dem Bein machen müssen, weil er Fotos mit Manuel haben wollte. Und genau. Hier Manuel. Und genau. Manuel macht hier noch seinen Satz fertig. Ich habe die Maschine auch probiert, aber Leute, Manuel kommt fast nicht rein. Ich bin einfach viel zu klein. Und hier ein kurzes Behind the Scenes. So sieht's aus, wenn man mit Content Creatern unterwegs ist. Ich habe einfach zu kurze Arme für das Teil. Deswegen mache ich hier Face Curls. So, wir sind fertig mit dem Training. Wir haben sogar auch noch TikToks gedreht. Das war wieder mal ultimativ cringe, aber das muss sein, Leute. Voll. Schaut euch mal dieses Gym an, Leute. Ich sag's euch, es war so geil hier zu trainieren. Hier sind die Garderoben. Hier nochmal ein Blick ins Studio. Und das Gym sieht hier einfach anders aus. Ich hoffe, ich gehe gerade richtig. Mädchen haben eine Wagner. Toll. Oben meinen Vespa. Okay. Hier drin sollten hoffentlich noch Jacke sein. So Leute, es ist jetzt einfach nicht immer noch 5 und es wird gerade wieder dunkel. Wir haben ja mittlerweile Winterzeit und ja, wir haben jetzt auch sogar noch TikToks abgedreht. Das war wirklich richtig, richtig cool.
Und ja, ich werde jetzt nach Hause fahren mit meiner Vespa. Hier, so einem Wetter, das ist richtig angenehm, jetzt ganz auf entspannt mit der Vespa nach Hause zu fahren. Ich bin jetzt auch zu Hause. Ich habe auch gerade die Wäsche gemacht. Hier läuft meine wunderschöne Wäsche. Ich muss mich jetzt nämlich beeilen. Hier auch noch ein bisschen aufräumen. Hier ist Chaos, weil meine Eltern kommen gleich. Und ich habe auch gerade ein bisschen an meinem Coaching weitergearbeitet. Ich habe momentan eben 2 Coaching-Kunden. Die eine ist einfach so ambitioniert, weil sie nimmt gerade zu, möchte auch mit Krafttraining anfangen. Und sie ist einfach so süß, weil sie mir wirklich von allen Mahlzeiten das Foto schickt. Und ich finde das einfach so unfassbar goldig. Und zu das Gym, es war so cool. Ich war jetzt zum ersten Mal dort, habe eben mit Manuel trainiert. Und es war echt voll lustig. Wir haben auch TikToks gedreht und so mitten im Studio. Haben eben das Stativ aufgebaut und es war einfach so lustig. Also es hat mega viel Spaß gemacht, das zu machen. Es ist immer so ein bisschen cringe, das so im Studio zu machen. Aber es war einfach richtig lustig und ja, bin sehr gespannt auf sein Video auch. Und genau, ich muss mich jetzt zusammenbacken, weil dann fahre ich zu meinen Eltern. Gerne dabei sein. Ich poste auch gerade eine Story. Ich bin gerade nach Hause gekommen, weil ich ja eine Neujahrs-Challenge habe. Also ich möchte bis Neujahr eben wieder so ein bisschen durchstarten und das poste ich gerade auch wieder in die Story. So, weil ich heute noch nicht so viele Steps drin habe, spaziere ich hier noch ein bisschen, bis meine Eltern kommen und mache noch ein bisschen Unigramm. Und dieses Update verfolgt mich heute irgendwie schon den ganzen Tag. Naja. So, ich mache mich gerade ready. Ich werde jetzt noch duschen. Und meine Eltern sind auch schon da. Und dann haben wir auch gemeinsam essen. Und genau. Während der Autofahrt, weil wir fahren jetzt halt von Wien raus zu meinen Eltern, werde ich auch noch ein bisschen Unistuff machen. Weil ich bin jetzt nicht ganz so weit gekommen, weil mein Laptop irgendwie gefühlt den ganzen Tag ein Update macht. Aber so werde ich eben produktiv die Autofahrt nutzen und dann gehen wir eben essen. Und genau, darauf freue ich mich. So, ihr Lieben, heute ist ja Tag 2 der Neujahrs-Challenge. Und heute war als Challenge, dass ich faste. Und ich habe jetzt mittlerweile schon, ich kann mal am Handy nachschauen, ich habe nämlich heute gefastet. Ich habe 18 Stunden schon gefastet und jetzt werde ich gleich die erste Mahlzeit essen und ich freue mich schon, weil ich habe ja auch trainiert und habe mega Hunger und jetzt freue ich mich schon aufs Essen. Eine Portion? Mein Tagesmahl, ich werde nicht so viel essen, das ist eine große, kräftige Portion. Mein Tagesding ist das. Ja, du machst das so, du isst halt davor, schau, dass du vielleicht ein paar Früchte isst oder ein bisschen noch Eiweiß abdeckst vielleicht. Ich würde dir echt empfehlen, vielleicht mal Topfen zu probieren mit ein paar Früchten oder so, dass du ein bisschen Eiweiß abdeckst. Und dann vielleicht, damit du dich ein bisschen füllst, einen Salat davor, dass du nicht so viel Hunger hast. Du weißt, was ich jetzt und dann halt ganz Kentucky-Mix, gell? Der ist Gemüse-Mix. 250 Kalorien und das ist perfekt, gell? Das ist, das esse ich urgerne. Deswegen, also, Leute, ich meine Haare, ich glaube, sehr gut kommen. Dankeschön. Ja, sie sind urlang. Gestern ist auch der Flo bei mir gewesen und hat gesagt, was? Seit wann hast du so lange Haare? Aber Leute, wer war gestern da? Der Flo. Ich kann euch echt empfehlen, Konservedosen. Gemüsemix ist voll super, gell? Kann man überall hin mitnehmen. Kentucky Mix, ich blende euch hier ein Bild ein. Müsst ihr unbedingt probieren. Das Bild kommt erst, oder wie? Ja, das wird dann, wenn ich das Video bearbeite. Lass mich jetzt kurz aufs Sofa fallen, aber hier liegt auch schon der Laptop und ich muss jetzt noch eine Präsentation für die Uni fertig machen, dann bin ich zufrieden für heute. Habe ich eigentlich das erledigt, was ich machen wollte. Ich will jetzt das für die Uni noch fertig machen, es ist so 9:30, aber let's do this. Ich habe keine Ahnung, warum hier ein Teddy ist, der ist normalerweise nicht da, aber ich bin auf jeden Fall jetzt bei meinen Eltern. Leute, ich habe bei meinen Eltern so einen Service, weil meine Mom macht jetzt auch. Nicht jetzt. Ja, du bist eh nicht dumm. Meine Mom bereitet das Katzenfutter zu, was ich nicht machen muss. Ich muss ja Amika natürlich logischerweise zu Hause auch füttern. Hier haben wir auch meine Babys. Amika, zeig dich auch einmal. Herst. Da ist immer so Amikas Platz, wo sie ist, und da ist Felicias Platz, wo sie ist. Genau. Und damit ich noch ein bisschen Gemüse heute reinbekomme,
kocht mir die Mama jetzt auch Gemüse. Das heißt, ich muss nicht selbst machen, weil ich noch ein bisschen Hunger habe und nicht so viel auswärts essen wollte. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was zum Essen. Meine Mom kocht mir das eben. Und ich fange jetzt meine Uni-Sachen an zu machen. Und es ist einfach so schön, zu Hause mal zu sein und nichts zu tun, weil es ist wirklich anstrengend, alleine in einem Haushalt zu leben und alles auf die Reihe zu bekommen alleine. Deswegen bin ich jetzt bei meinen Eltern und da habe ich immer so ein bisschen Auszeit. So, ich sitze jetzt hier mit meinem typischen Nadine-Dutt und auch hier ganz gemütlich noch Uni. Also ich habe jetzt wieder Kino drunter geladen. Ich finde die Software einfach viel cooler für PowerPoints als PowerPoint. Ich mag Kino wirklich viel mehr. Kann ich euch echt nur empfehlen. Und ich habe endlich meine Updates fertig und es sieht alles einfach viel schöner jetzt aus, finde ich. Viel schöner. Stand der Dinge. Ich zeige euch mal, was ich alles schon gemacht habe. Ich habe jetzt dieses Light gemacht. Und das ist mein Händler dazu. Das waren Reisflocken mit eben diesem vegetarischen Sojaprotein. Das ist Cookies and Cream Geschmack und es ist so gut. Ich kann es euch echt empfehlen. Ihr wisst ja, mit Nadine Chiara spart ihr minus 10% bei Process und bei Coro auch. Ich verlinke euch das nochmal in der Infobox. Aber das schmeckt so gut und ich habe bis jetzt echt noch kein besseres Sojaprotein gefunden. Das schmeckt einfach nicht sandig und hat Cookie-Stückchen drin. Und genau. Ich habe heute einfach so einen coolen Tag gehabt und auch voll meine Ziele erreicht. Jetzt werde ich mir noch ein Magnum genehmigen und hier auch gleich dazu, ihr könnt wirklich alles essen mit Maß und Ziel, auch wenn ihr in einer Diät seid. Also ich versuche hier gerade ein bisschen Körperfettanteil zu reduzieren. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich euch so bei der Neujahrs-Challenge schon ein bisschen öfter mitnehme, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen oder gebt mir einen Daumen nach oben, dann werde ich mehr Videos und ausführlichere Videos machen, was ich auch esse und so. Heute gleich, damit ihr es wisst, ich habe euch nicht gezeigt, was ich alles gegessen habe. Und ich möchte nicht in den Kommentaren lesen, boah, du hast viel zu wenig gegessen, bla bla bla. Ihr wisst nicht, was ich alles gegessen habe, was ich gesnackt habe oder whatever. Ich bin in meinen Kalorien, alles super. Also der Tag war heute echt super schön. Und genau, jetzt werde ich auch schlafen gehen und davor eben noch das Magnum essen. Auf das freue ich mich jetzt eben sehr und das ist auch eben ganz wichtig, dass ihr euch nichts verbietet. Ich liebe einfach Eis und das gehört für mich fast wirklich täglich dazu, genauso wie Popcorn. Liebe ich einfach. Genau. Ich werde jetzt eben schlafen gehen, habe eben auch meine Schritte erreicht, also mehr als erreicht. Und genau. Dann freue ich mich natürlich über Feedback in den Kommentaren. Ich liebe es immer, eure Kommentare zu lesen. Und genau. Dann bis zum nächsten Video. Ciao. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Ciao.